Ja, dann herzlich willkommen zum dritten Edu-Hangout. Diesmal mit Julian. Ja, Anne ist leider immer noch krank, deshalb habe ich die Anmoderation heute gerne wieder übernommen. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin auch beim Stifterband angestellt, arbeite da im Handlungsfeld Bildung gemeinsam mit Anne und habe auch gerade in den Anfangszeiten, in der Anfangsphase bei Schule in der digitalen Welt, bei dem Programm, um das es hier heute ja gehen soll, gerne mitgewirkt. Auch wenn ich heute nicht mehr mit dabei bin, sonst würde ich gerne auch beim Arbeitsstuhl bleiben, so wie es sonst im Netzwerk üblich ist. Ich habe auch nur kurze Anmerkungen. Und zwar ist dieses Hangout ja ein Austauschformat, das dazu dienen soll, ja, eher interaktiv zu sein. Und deshalb, damit das möglich ist, würde ich euch jetzt, ihr seid aktuell noch als Teilnehmer zugeschaltet, zum Referenten ernennen. Das müsste jetzt ohne weiteres hoffentlich möglich sein. Gegebenenfalls müsst ihr das nochmal bestätigen. Dann könnt ihr nämlich auch eure Kameras und eure Mikrofone freischalten. Das könnt ihr jetzt gerne machen, dann ist auch die Kommunikation und der Austausch ein bisschen persönlicher. Wenn ihr das nicht möchtet, weil wir nämlich, ah, hallo Ulf, das Hallo. hat schon mal geklappt, weil wir nämlich diese Session hier, diese Stunde möchten wir auch aufzeichnen oder wir zeichnen sie auf und möchten sie anschließend veröffentlichen. Also wenn ihr jetzt nicht möchtet, dass ihr mit Name oder Bild da aufgezeichnet werdet, dann schaltet bitte die Kamera aus oder ihr könnt auch gerne ein Pseudonym benutzen oder ihr könnt dann, wenn ihr die Kamera nicht benutzt und auch nicht über das Mikrofon, gerne über den Chat euch beteiligen. So, genau. Genug der Vorrede. Ja, und jetzt würde ich einfach an Julian übergeben. Schön, dass ihr da seid. Ich übernehme dann mal. Ich muss jetzt nur einmal auf meine Präsentation übergehen. Ihr seht jetzt schon meine Seite, oder? Und auch jetzt die PowerPoint-Präsentation. Ja, schön. In dieser intimen Runde mache ich das auch gerne dann so, dass ich das gerne jetzt ein bisschen auch an euch anpasse. Was in dieser Hinsicht dann ganz gut ist, dass ich die Umstände von Ulf zum Beispiel kenne. Aber wenn du, Claudia, irgendwelche speziellen Wünsche hast und Fragen, dann interagier auch bitte mit dem Chat. Gerne auch dazwischengrätschen, wenn mal was unklar ist oder so. Dann kann ich mich passgenau an euch andocken und an eure Fragen. Die Präsentation habe ich gestern schon mal bei einem Webinar gehalten. Dort hatten wir ein paar mehr Teilnehmer von 70. Das heißt, ein paar interaktive Sachen sind dabei, die ich überspringen werde. Lasst euch davon nicht irritieren. Worum geht es eigentlich? Lehrkräfte im Homeoffice, wie integrieren wir Kolleginnen von zu Hause in die Schulgemeinschaft? Und Homeoffice ist jetzt mal eine ganz liebevoll gemeinte Formulierung des Ganzen, worum es eigentlich geht. Es gibt schon eine problematische Benennung des Ganzen. Homeschooling kann man und soll man nicht verwenden, weil das eine Form ist, die gerade nicht stattfindet. Homeschooling ist halt wirklich das Beschulen zu Hause und das, was momentan stattfindet, ist eher Distanzlehren, Distanzlernen. Ich habe es aber auch genannt, weil ich glaube, dass wir auch eine Situation sind, die wir aus der Wirtschaft kennen. Man ist zu Hause und muss von dort aus irgendwie arbeiten. Und darüber es ist nicht nur Schule, es ist nicht nur Unterrichten, sondern auch Arbeiten, mit Kollegen arbeiten. Und deswegen finde ich persönlich eigentlich auch Homeoffice gar nicht mal so verkehrt. Aber darum gibt es eine Debatte und ich bin ein bisschen leidenschaftslos, wie es zu nennen. Am Ende geht es nämlich um den Inhalt. Und genau, das überspringen wir. Die Umfrage ist ganz interessant, die möchte ich euch gerne einmal zeigen, was nämlich die Ergebnisse waren. Was die Ergebnisse waren von den Teilnehmenden, was ich denen gefragt habe. Zum einen ist die Frage sehr interessant, wie viele Leute, an wie vielen Schulen gibt es eigentlich ein sogenanntes Learn-Management-System? Ich glaube, vor einiger Zeit wäre die Frage noch deutlich anders gewesen und die meisten hätten keins gehabt. Wir sind jetzt schon über der Hälfte bei dieser Umfrage, wobei natürlich man ja auch immer ein bisschen beachten muss, wen man dort fragt. Und eigentlich ganz spannend, ein Konzept zur Integration für Lehrkräfte aus dem Distanzlernen hat fast keiner.
Also dreimal ja, finde ich schon spannend. Hätte gerne mehr dazu gehört, aber von der Seite gab es jetzt nicht so viel Input. Und dann habe ich auch gefragt, was glaubt ihr denn, was braucht man, um Lehrer ins Distanzlernen zu unterstützen? Und hier ist wirklich alles dabei. Programme kennen, digital fit und motiviert sein, Mut, die Medienkompetenzen, nicht aufgeben, die Didaktik, interessiert sein. Das sind alles Punkte, wo ich zustimme und sage, genau, um diese Punkte geht es. Gesprächsführung, Teams, von Detail bis ins Große, das alles muss es sein. Gar keine Frage. Wir sind jetzt sogar an dem Punkt, eher zu fragen, wie kann man das umsetzen? Wie kriegt man das eigentlich hin? Und da wollte ich jetzt ein paar Impulse geben heute, was man beachten sollte in der Situation, wie man vielleicht auch mit Lehrkräften umgeht, die sich in dieser Situation befinden. Das soll ein paar Impulse geben, auch für die Frage, wie man als Schule, was man, welche Ideen man als Schule entwickeln kann. Und am Ende haben wir auch ein Dokument, wo das alles gesammelt ist. Jetzt weiß ich zum Beispiel, dass Ulf, dass du bist jetzt nicht Schulleitung, sondern also Orientierung für Schulentwicklung ist jetzt nicht unbedingt sofort, dass du sagst, das kann ich morgen umsetzen, aber vielleicht können wir auch ein paar Punkte uns angucken, was man auf Ebene der Lehrkraft machen kann. Und damit fangen wir mal an mit der Frage, mit welchem Kollegium befassen wir uns eigentlich gerade? Und das Kollegium ist einfach sehr heterogen. Das ist, da lege ich meine Hand für ins Feuer, in jedem Kollegium, in jedem Team so, dass wir, wenn wir uns Kompetenzen angucken, am Moment, bevor ich weitermache, diese Befragung fand innerhalb meines Seminars, Webinars gestern statt. Also ich habe in der Umfrage, ich habe, bevor ich referiert habe, diese Umfrage gestellt und alle Teilnehmer haben entsprechend geantwortet. Sonst wirkt das so Ich habe total eine kleine belehrend. Nach Gerne, ja. dann noch eine kleine Nachfrage. Was für Leute waren das dann, die dann gestern in der Seminarveranstaltung dabei waren? Also, was waren das für 47 Lehrkräfte? Das kann ich leider nicht sagen, weil darauf habe ich keinen Fokus gesetzt. Ich bin nachher mit denen ins Gespräch gekommen und hatte dann auch Grundschule, Gymnasium, Gesamtschule alles dabei. Es war von Klett und dementsprechend war es ganz breit gestreut, aber die Situation war, also ich sag mal, das ist der gute Durchschnitt gewesen. Bei der Größe war auch, glaube ich, dann auch einfach wirklich jeder vertreten. Und die Okay. Bundeslandkarte hat auch einmal wild alles gezeigt. Grundsituation ist gerade das Kollegium, was wir uns anschauen, in dem ihr euch befindet und auch alle anderen Schulen. Und wenn wir uns gerade Medienkompetenz angucken, dann ist immer an diese Teilung dabei, die wir kennen. Und diese Teilung wird ja immer wurde gerne oft sinnbildlich durch diese Bleistiftmetapher gezeigt. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Ich zeige sie gleich nochmal. Und das Kollegium, meistens sagt man, es ist jung und es ist alt, es ist irgendwie affin und nicht affin. Und wir alle wissen, das kann nicht immer so funktionieren. Es gibt Ältere, die sind super fit. Jüngere, die von Anfang an sagen, ich habe gar keinen Bock auf digitale Medien. Irgendwo ist dort eine Grenze. Ihr könnt mir gerne widersprechen an diesem Punkt, wenn ihr sagt, nee, wahrscheinlich ist doch eine Alterssache dabei, aber ich nehme das mal so als Schon, gegeben aber an. es gibt auf jeden Fall die Ausnahmen, würde ich sagen. Ja. Jetzt haben wir ein Problem. Und das Problem will ich einmal nochmal skizzieren, nämlich, nee, ich wollte erst den Stift zeigen. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, diese Bleistiftmetapher. Diese Aufteilung des Kollegiums, dass wir vorne halt diese Speerspitze haben, der Vorreiter, die immer draufpreschen, die auch alles können, gefolgt von einer ganz großen Gruppe von billigen Lehrkräften, die, wenn sie den Mehrwert erkennen, des Ganzen dabei wären. Und dann gibt es halt den Teil Anhängsel und Muffen, die so wirklich die Blockierer sind einer Veränderung. Es ist total sinnvoll zu zeigen, dass auch das vollkommen eine normale Situation ist. Bei jeder Veränderung, in jedem Prozess gibt es eine solche Aufteilung. Das ist auch normal für Gruppen, dass sich immer solche Lager bilden. Es ist aber ganz wichtig, dass es Wege gibt, dass, warte, ich mache mal den hier an, dass die Spitze Möglichkeiten findet, zu unterstützen nach unten, dass ein Austausch stattfindet. Und diese Lagersache ist auch schon innerhalb eines funktionierenden Kollegiums schon ganz schwierig geworden teilweise, weil man nicht immer in dem informellen Austausch ist. Und daran arbeiten,
arbeiten wir ja schon eh, dass man versucht auch da die Masse hauptsächlich zu fokussieren und denen sagt, was der Vorteil von Digitalisierung ist, damit in diese Richtung dann eine Möglichkeit der Veränderung entsteht. Jetzt haben wir aber ein Problem, nämlich dass eine weitere Teilung jetzt stattgefunden hat, nämlich wir unterscheiden jetzt in Risikogruppen und Nicht-Risikogruppen. Und das ist auch ganz wild durcheinander. Natürlich sind Ältere verstärkt betroffen, aber auch Jüngere können ja dazugehören. Und das verschärft die Situation. Sie verstärkt in der Situation, indem wir jetzt nicht mehr unbedingt davon ausgehen können, dass Kommunikation in alle Richtungen stattfindet. Leben und Leben und Arbeiten in einer Schule ist ein Jonglieren von Umständen. Das ist Tür- und Angelkonversation, das sind irgendwelche Pinnwände, die man beim Butterbrotessen kauen, irgendwie sich anguckt. Und das haben jetzt ein Großteil der Lehrer nicht mehr. Es gibt keine gute systemische Struktur, um Kommunikation zu geben. Auf lange Sicht führt das dazu, dass eine Belastung stattfindet von den Lehrkräften, die vor Ort sind. Das heißt, die wenigen, die schon da sind, sind schon überlastet, waren auch schon jeher überlastet und müssen jetzt sozusagen alles noch weiter ausbaden. Und jetzt haben wir auch noch Lehrkräfte zu Hause, die gerne wahrscheinlich auch was machen würden, aber auch nicht unbedingt das Know-how haben, um einzugreifen und mitzuwirken. Und das ist eine ganz, ganz schlechte Situation. Wenn wir uns jetzt den Herbst und den Rest des Jahres angucken, ist keiner so mutig zu sagen, das wird alles besser. Wir müssen von einer Situation ausgehen, dass ein Mischverhältnis, ein Blended Learning System oder auch eventuell ein erneuter Lockdown theoretisch und praktisch möglich sind. Und für diesem Szenario sollte man sich wappnen. Da sollte man sich wappnen auf kleiner und größerer Ebene. Die größere Ebene hat vielleicht eure Schulleitung auf dem Schirm und auch jede Organisation, die da drüber ist. Aber auch kollegial kann man sich überlegen, wie wir uns da entgegenstellen können, wie wir uns wappnen können. Und das ist ein bisschen jetzt das Ziel, was ich heute euch als Impulse mitgeben möchte, dass da ein paar Ideen schon existieren und auch gerne weitere Ideen gesammelt werden können. Habe auch nichts dazu. Also ich bin gespannt, was kommt. Okay. Super. Gucken wir uns jetzt die Gruppe an. Wir gucken uns an eine Gruppe, die nicht präsent ist und auch tendenziell nicht unbedingt fähig. Und dann ist jetzt die erste Frage, was könnte man denn mit dieser Gruppe machen? Jetzt können wir natürlich sagen, setzt euch doch mal damit auseinander. Einfach probiert doch mal, macht doch mal Distanzlernen. Hier ist eure Klasse, löst das mal. Mit dieser Situation kommt man nicht weit. Selbst wenn man sagt, hier ist geht aufs Twitter-Lehrerzimmer und alle sagen, ja, das ist super dort, glaube ich nicht unbedingt, dass man dort die meisten abholt und die dann automatisch sich entwickeln zu Digital Native. Wir reden hier von der Tatsache, dass eine Betreuung gegeben sein muss für Lehrkräfte teilweise, die nicht wissen, wie man sicher sich im Internet bewegt. Und da ist jetzt die Frage, wie sind die sinnvollsten nächsten Schritte? Und der erste Schritt ist und bleibt Befähigung. Das heißt, bevor wir überhaupt über Technik reden, es muss etwas anderes erst klar sein, nämlich die Möglichkeit, dass diese Lehrkräfte in der Lage sind zu lernen. Und das ist gar nicht mal so leicht. In dieser digitalen Bildung wird gerne von diesem Paradigmenwechsel gesprochen. Auf einmal sagt man, aus Lehrenden wird Lernende. Und es wird angenommen, dass das so leicht sei. Das ist angenommen, dass auf einmal Lernen wieder total einfach ist. Nachdem aber auch gerade ein Großteil der Lehrer seit Jahrzehnten nicht mehr gelernt haben, halte ich das hier für sehr schwierig. Und vor allem reden wir von Vorstellungsbildern, die existieren in den Köpfen der Lehrer, die sehr fix sind. Und um diese Fixheit geht es nämlich. Worum es geht ist, es gibt sehr nette Begriffe, die das alles irgendwie auffangen. Immer Englisch, Empowerment, ausnahmsweise Deutsch, transformative Kompetenzen, Enabling und Leadership. Das sind alles total catchy Phrasen, die man jetzt nennen kann, die man können sollte. Also die Befähigung, sich überhaupt in diesem Prozess zu bewegen. Was das letztendlich aber heißt, finde ich, ist durch einen einfacheren Begriff oder einen deutschen Begriff ganz schön zusammengefasst, nämlich die Selbstwirksamkeit. Unter Selbstwirksamkeit versteht man, dass man in Erzeugung ist, auch schwierige Situationen und Herausforderungen aus eigener Kraft zu bewältigen. Und das klingt trivial eigentlich,
Aber wir gucken uns mal ein Konzept damit aus der Verhaltensforschung an oder aus der Lernpsychologie. Und das ist das sogenannte Fixed und Growth Mindset von Carol Dweck. Und gucken wir uns nun mal das Fixed Mindset an und was es definiert. Grundsätzlich, Intelligenz sei statisch. Das heißt, das klingt erstmal so, man kann nicht intelligenter werden, doch schon irgendwie, aber wie begründet man zum Beispiel Lernfortschritt? Lernfortschritt zum Beispiel nicht, weil ich gelernt habe, sondern ich hatte Glück. Das kennt man tendenziell meistens von Schülern. Warum hast du eine gute Note geschrieben? Ja, ich hatte Glück oder ähnliche Faktoren. Es ist ein ganz wichtiger Schritt, dass Kinder oder Personen überhaupt lernen, dass aufgrund der Tatsache, aufgrund der Leistung, die ich habe, habe ich auch was Positives erzählt. Das ist leider gar nicht mal Gott gegeben. Daraus entstehen aber auch noch weitere Probleme. Bei dem Fixed Mindset, erster Punkt, avoid challenges. Also Herausforderungen werden abgelehnt. Und wenn wir uns mit vielleicht dieser Lerngruppe von Lehrenden beschäftigen, dann hängen wir damit zusammen, dass wir sagen, probier doch mal. Und die erste Antwort ist, nein, ich bin vielleicht zu alt. Ich verstehe das doch eh nicht. Wieso muss ich das denn noch können? Das sind alles Vermeidungsstrategien, um sich nämlich dem zu widmen, der Frage des Lernen. Und genau daran muss man erstmal ansetzen. Ihr könnt sonst noch was probieren, wenn diese Person nicht in der Lage ist, dieses Mindset von, ach, ich kann auch noch im Alter was machen, denn auch im Alter kann ich durch Üben und sonst was mich verbessern. Erst so kriegt man das hin. Ich will jetzt keinen großen Aufriss machen über diese Theorie. Ich möchte euch diesen ersten Impuls damit hingeben, wie kann man zum Beispiel Leute damit ermutigen, sich damit auseinanderzusetzen. Und das sind halt viel Empathie, Kleinschrittigkeit, Sprache ist ganz wichtig. Es fängt damit an, dass man zum Beispiel, dann ist es ein bisschen, das klingt ein bisschen sehr politisch korrekt, aber wir wissen, Sprache formt den Geist. Und wenn wir wenn wir Kindern sagen, du bist ein Mädchen und du kannst kein Mathe, wissen wir wissenschaftlich, führt das auch dazu, dass Mädchen schlechter sind. Durch diesen Mythos, der existiert. Und das muss geändert werden. Und man kann auch das schaffen, indem man zum Beispiel SchülerInnen und auch Lehrer und Kolleginnen motiviert, zu sagen, naja, vielleicht kannst du es noch nicht, aber hast du denn schon mal das und das probiert? Und Kommunikation ist hier der Schlüssel, dass dieses Mindset aufgebrochen wird bei der anderen Seite. Und dort muss diese Entwicklung entstehen. Das klingt erstmal alles ganz schön und nett, ist aber unglaublich viel Arbeit. Auch nicht unbedingt die Arbeit, die man als Kollege, Kollegin hat. Gleichzeitig gibt es aber vielleicht Möglichkeiten, kleinere Ideen, die man entwickeln kann, damit das passiert. Zum Beispiel ist nämlich ganz wichtig, dass die Lehrkräfte nicht alleine gelassen werden bei ihrem Lernprozess. Dass nämlich dieses Problem, wenn sie in dieser Spirale sich befinden, jemand dabei ist, der sagt, wie war denn bisher überhaupt eure Erfahrung nach 5 Wochen Distanzlehren, dass die Möglichkeit haben, darüber zu sprechen, dass sie eine Feedback-Möglichkeit haben, dass Lehrkräfte sagen, okay, probier es nur doch mal hier und dort. Diese Situationen sollten strukturell möglich sein. Und das könnt ihr über Angebote machen. Das könnt ihr schon auf eurer Ebene machen, dass bei Ulf zum Beispiel, wir haben jetzt angefangen mit Teams, dass vielleicht dann nochmal das Angebot kommt, dass sich eine Gruppe sagt, hey, wir sind doch immer in dem Prozess, habt ihr vielleicht was Tolles Neues gelernt oder habt ihr noch irgendwo Hindernisse, die vor euch stehen, wollen wir gemeinsam darüber sprechen, dass vielleicht Lerngruppen gebildet werden, um das weiterzuentwickeln. Das sind so kleine Möglichkeiten, die man anbieten kann, damit nämlich niemals es passiert, dass Lehrkräfte anfangen, sich ewig dort zu verharren in einer Negativsituation. Habt ihr dazu eine Frage, weil sonst würde ich einmal weitergehen. Okay, dann haben wir, sagen wir mal, wir haben es geschafft. Wir sind alle total top motiviert. Alle wollen es. Das ist ja auch möglich. Und es ist ja auch erstrebenswert. Und die nächste Situation ist, wo befinden wir uns eigentlich? Wo wollen wir eigentlich hin? An was orientieren wir uns eigentlich? Und das muss man befragen. Ich persönlich bin großer Fan von Datenerhebung, damit man sich dementsprechend entwickeln kann. Deswegen machen wir auch immer eine Zustandsanalyse mit Schulen, um von dort aus den Weg zu ebnen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, an denen man sich schon orientieren kann. Eine Möglichkeit ist in NRW,
wie zum Beispiel dieser sogenannte Digitalcheck. Das ist angelehnt an den Medienkompetenzrahmen. Den hat ja jedes Bundesland. Kurze Frage, Claudia, in welchem Bundesland bist du? In Sachsen und Schleswig-Holstein. Alles klar. Auch ihr habt den Medienkompetenzrahmen, zwar nicht diesen Check, aber wir gucken uns eh gleich anderes an. Und da kann man zum Beispiel schon mal gucken, die haben noch nicht alle Module frei, aber zum Beispiel gibt es dort Selbsttests für, wie sicher bin ich im Internet. Das ist eigentlich ganz interessant. Da kann man so eine kleine Umfrage machen und am Ende kriegt man Ideen und natürlich Informationen, woran man das festmachen kann. Das ist eine ganz nette Idee. Hoffentlich ist das auch mal bald vollumfänglich zu erhalten. Was aber auf jeden Fall schon existiert, ist der sogenannte DIGCOMP-Edu. Das wurde auch schon mal im Netzwerk geteilt. Ich weiß aber nicht, wie sehr ihr euch geschafft habt, damit auseinanderzusetzen. Deswegen werde ich das noch einmal hier aufgreifen. Ihr kennt durch den Spracherwerb bestimmt einmal diese ganzen Sprachstufen A1 bis C2. Der DIGCOMP-EDU versucht ähnlich wie dieser Referenzrahmen für Sprachen, das für digitale Kompetenzen zusammenzufassen und hat auch einen Fragebogen erstellt, in dem man sich selbst einstufen lassen kann und hat auch Kompetenzen genannt, was man idealerweise können sollte. Diese Stufen sind von A1 bis halt C2 erahnen, entdecken, einsetzen, anpassen, verbessern, erneuern. Und in diesen Stufen sehe ich auch die Entwicklung von Lehrkräften, dass man versucht herauszufinden, wo befindet ihr euch gerade und wo müsst ihr eigentlich hin. Wahrscheinlich sind die meisten Lehrkräfte, um die es gerade geht, irgendwo zwischen A1 und A2. Wo würdet ihr euch beide so einordnen, wenn ihr es müsstet, aus reiner Intuition heraus? H2 und B1. Du, Claudia? Ja, doch, da würde ich mitgehen. Ja, ich glaube. Unterschätzt ihr euch vielleicht ein bisschen, weil also ihr werdet dann im Bereich, ihr kennt schon einiges und ihr könnt es auch nutzen, aber ich glaube, ihr seid schon eher zwischen B1 und B2, wenn überhaupt. Ihr könnt auch schon wahrscheinlich einschätzen, was sinnvoll für euch ist Ja. oder wie ihr euch selbst entwickeln könnt. Wie genau ihr euch dann zu verorten habt, könntet ihr dann auch auf der Internetseite von der DIGCOMP-EDU euch anschauen, wenn ihr interessiert seid. Wichtig ist für uns, es gibt halt eine schöne Kategorisierung und auch hier fängt alles an mit Neugierde. Also ich möchte das wirklich ganz toll betonen, dass wir an diesem Mindset arbeiten müssen, bevor es überhaupt weitergeht. Das ist aber für uns erstmal ein Leitfaden. Ein Leitfaden, sich anzugucken, was sollten denn als nächstes überhaupt Lehrkräfte können, was schon vorgearbeitet worden ist. Und wenn wir uns das Bild hier, also warte, ich kann auch in diese Richtung gehen, das Bild uns hier angucken, fängt auch alles zum Beispiel mit einem beruflichen Engagement an. Vielleicht aber als Side-Note ganz interessant, wie sich die Teilnehmenden alle eingeordnet haben. Auch der Großteil war in dem mittleren Teil immer wieder schön, so eine schöne gaußsche Verteilung. Der Großteil sieht sich in der Mitte und die wenigsten nach oben, nach unten. Ich habe mal diesen Test gemacht und habe gedacht, ich bin irgendwie auch in C1, aber ich wurde dann auch schnell irgendwie nach B eingeordnet, weil dann schon sehr konkret dieses C1, C2 abverlangt, dass man auch wirklich produziert. Aber ich glaube, nicht jeder, der digital fit ist, will auch unbedingt produzieren und muss es auch. Aber das einfach mal dahingestellt. Es fängt alles an nach dem DIGCOMP mit einem beruflichen Engagement. Und das ist auch für uns ganz wichtig, wenn wir uns das Distanzlehren angucken. Denn das berufliche Engagement hat ein paar Dimensionen, die nämlich wichtig sind. Es geht vor allem um eine berufliche Kommunikation, Zusammenarbeit, Praxis und Weiterbildung. Und an diesen Punkten sollte man vielleicht als erstes ansetzen, wenn es darum geht, welche Ziele wollen wir erreichen, wenn wir andere LehrerInnen fähig machen wollen. Und da ist dann zum Beispiel hier Kommunikation mit lernenden Eltern, Dritten und in der eigenen Organisation. Wir könnten behaupten zum Beispiel, dass wir in Alfter das erfüllt haben, indem wir zum Beispiel jetzt Teams eingeführt haben. Also da können wir fast von Glück sagen, dass wir das getan haben. Ja. Aber Teams alleine als Beispiel reicht ja noch nicht. Man muss auch eine Regel finden, wie man mit Teams arbeitet. Das wäre die zweite Kompetenz gewesen. Wir wollen herausfinden,
wie funktioniert das eigentlich? Das haben wir angeschnitten. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass das erreicht ist, aber es ist angeschnitten. Das ist ein Prozess. Das ist schon mal gut. Noch besser wäre es, wenn dieser Prozess natürlich irgendwann reflektiert wird. Dafür muss erstmal ein bisschen gearbeitet werden. Und dann wäre der nächste Schritt, dass wir andere befähigen, sich weiterzubilden. Da weiß ich noch nicht, ob man da ist, aber das ist die Frage, dass man denen die Möglichkeit gibt, wenn sie ihr eigenes Lerntempo wählen, dass sie auch wissen, wo soll ich denn mich weiterbilden, wo kann ich denn nachgucken. Das ist natürlich jetzt ein großer Energieaufwand, aber was man hier als Gemeinschaft vielleicht machen könnte, ist, dass man zum Beispiel ein Medienkonzept entwickeln kann, das zum Beispiel wie eine digitale Weiterbildungsvorlage auch sein kann. Das Medienkonzept selbst auch ein guter Anhaltspunkt ist, nachzuschauen, was soll ich denn noch können müssen? Für welches Ziel eigentlich? Zum Beispiel, wenn das Ziel ist, dass die Kinder oder meine Arbeit halt bedeutet, dass ich auch Produkte und Reflexion mit den Schülern machen soll, dann muss ich ja auch selbst daran fit sein. Und das ist zum Beispiel dann ein ganz guter Pfad. Ebenfalls, das ist eigentlich auch wieder NRW, aber auch interessant für alle Lehrkräfte meiner Meinung ist der Orientierungsrahmen. NRW hat als Bundesland mal Kompetenzen niedergeschrieben, die sie für wichtig erachten, wenn es darum geht, was Lehrkräfte idealerweise können sollten. Sie nennen es auch extra Orientierungsrahmen, damit man sie nicht darauf festnageln kann. Aber für berufliche Weiterentwicklung und auch schulische Weiterentwicklung ist ja ganz interessant, was in diesem Orientierungsrahmen steht. Ich würde gerne mal in ein bisschen reinzoomen, beispielshaft. Was denn NRW glaubt, was Lehrkräfte können sollten. Digitale Ressourcen und Materialien für das Lehren und Lernen adressatengerecht und zielorientiert auswählen, modifizieren und eigenständig erstellen. Gehen wir mal weiter. Schülerinnen und Schüler bei der Entwicklung ihrer Identitätsbildung in der digitalisierten Welt unterstützen zur Reflexion des eigenen Medienhandels anregen, sowie eine kritische Haltung und einen kompetenten Umgang mit Medienangeboten und Medieninhalten unterstützen und auch adaptive technologiebasierte Aufgaben und Prüfungsformate kennen, einsetzen und selbstständig entwickeln. Wenn man sich alle diese Kompetenzen mal durchliest, muss man sagen, die sind äußerst eloquent. Bei all diesen Punkten müsste man wahrscheinlich immer, wenn man sich bei sich selbst betrachtet, so ein bisschen zähneknirschend überlegen, ob man diese Kompetenz eigentlich beherrscht. Was aber positiv hervorzuheben ist und welchen Impuls ich hier mitgeben möchte, ist, dass man über solche Kompetenzen die Möglichkeit hat, auch aber eine Checkliste zu machen, woran möchte ich mich denn orientieren? Ich muss ja nicht alles gleichzeitig können. Also niemand ist von vornherein der Superlehrer und auch das ist nicht Teil des Lehrerinnenbilds. Aber die Möglichkeit ist hier, woran könnte ich mich denn orientieren? Wo würde ich denn sagen, ist noch mein Entwicklungsfeld? Was kann ich denn schon besonders gut? Bin ich vielleicht in dem Bereich Unterrichten schon sehr stark digital aufgestellt und bin aber noch nicht in der Leistungsförderung so gut? Also ich bin noch nicht so gut darin, Binden zu differenzieren oder Verantwortung abzugeben. Das sind jetzt Möglichkeiten, wo man gemeinsam im Gespräch, vielleicht in einem Gruppengespräch dran arbeiten könnte. Das Prinzip von Kompetenzorientierung ist noch sehr unterentwickelt leider in deutschen Schulen, obwohl schon das Curriculum ja in diese Richtung geht. Also wir haben einen Medienkompetenzrahmen, die Kompetenzorientierung der Lehrpläne ist ja schon lange etabliert worden. Aber in den Köpfen ist es irgendwie noch nicht da, welcher Vorteil sich daraus ergibt, nämlich eine Gesprächsgrundlage zu entwickeln, was man eigentlich kann. Und das muss auch nicht immer bewertend sein. Das ist vor allem mit dem Mindset, von Growth Mindset, ich bin da noch nicht, eigentlich eine ganz auch motivierende Möglichkeit zu sagen, daran kann man sich entwickeln. Ich bin noch nicht dabei, digitale Ressourcen auszuwählen und zu modifizieren, aber das nur mal als Möglichkeit, wie man auch darüber reden kann. Jetzt sind wir dann an dem Punkt, dass wir mehrere Leitfäden und Ideen aufgestellt haben, woran man sich orientieren kann. Man kann natürlich auch ganz einfach eine Umfrage machen. Wo glaubst du, ist dein Bedürfnis? Was möchtest du gerne lernen? Und dann kommen dann halt ähnlich wie bei der ersten Umfrage, die ich gemacht habe mit der großen Gruppe. Ich muss die Technik können, ich will Datenschutz, ich will wissen, wie ich mich weiterbilden kann. Das kann man auch alles dann abfragen und das kommt dann auch an der Stelle. Dass nämlich jetzt die Frage, wie benutze ich die Technik, als nächstes angeboten wird. Was muss man also auf dem Schirm haben? Generell
wie gehe ich mit der Technik vor mir um? Also da kommen ja Fragen von, wir benutzen Tablets in der Schule, muss ich jetzt auch ein Tablet zu Hause haben, bis ich weiß nicht, wie ich jetzt mein Mikrofon ankriege für Zoom. EDV heißt, ich weiß nicht, wie ich PDFs erstellen kann, wie kann ich sie denn in andere Dateiformate entwickeln. Wir haben die Aspekt von Datenschutz und Urheberrecht. Ich muss in der Lage sein, überhaupt auch zu kommunizieren. Und am Ende auch die einzelnen Programme zu bedienen. Das ist ja auch nicht immer einfach. Also wenn wir uns alleine mal Excel als Beispiel nehmen, das ist ja alles andere als selbsterklärend. An dieser Stelle ist es sinnvoll, dass man vielleicht nicht auf eigene Ressourcen übergeht, sondern guckt, wo sind mögliche Möglichkeiten zum Support, gerade im Bereich rechtliches Datenschutz. Da muss nicht jede Schule einzeln sich fit für machen. Es gibt Medienberatung zum Beispiel. Und die Medienberatung oder auch Fortbildungsangebote der einzelnen Länder ermöglichen genau in diesem Bereich auch nochmal weiterzuarbeiten. Zu Software bieten meistens auch die Hersteller was an. Hardware kann man zum Beispiel dann doch auf Augenhöhe gut im eigenen Team oder in der Schule irgendwie hinbekommen. Aber das sollte auch nicht ignoriert werden, dass auch hier ein ganz großes Potenzial liegt für Hindernisse. Und hier ist vielleicht auch sinnvoll, dass man zum Beispiel einen Fragenspeicher hat in der Schule. Der kann auch gerne digital sein, aber dass Lehrkräfte sich ermutigt fühlen zu fragen, ihre Fragen zu stellen. Musste ich eigentlich, wenn ich jetzt Zoom mache, was für ein nicht Hörgerät, sondern Mikrofon brauche ich eigentlich? Öffentliche Frage in die Runde geben, das könnte ja dann zum Beispiel bei Teams, also ich weiß ja, einer von euch arbeitet mit Teams, so ein Fragenspeicher sein und da wird sowas gesammelt. Und das ermutigt vielleicht auch, wenn man das zum Beispiel anonym sammeln kann, dass jeder gerne fragen kann, aber nicht anonym geantwortet wird. Und so erleichtert das dann zum Beispiel, dass hier diese technischen Fähigkeiten über konkrete Fragen zum Beispiel gelöst werden. So, was kommt hier? Genau, jetzt kommt nochmal so eine Zusammenfassung. Ich brösel jetzt nochmal auf die paar Schritte, die wir bisher hatten, in so einem Pyramidensystem. Und das Pyramidensystem visualisiert in meinen Augen auch den Energieaufwand, den man ungefähr braucht, um diese Entwicklung voranzubringen. Und hier gehe ich immer noch felsenfest davon aus, der größte Schritt ist es, die Menschen zu motivieren, zu sagen, ich muss die Zeit investieren, zu lernen. Wenn das Argument kam, zum Beispiel gestern, niemand hat Zeit, niemand hat Lust. Wenn das der Fall ist, dann braucht man auch gar nicht weitergehen. Man muss erstmal klar machen, es ist gerade dringend. Es ist dringend, weil wir können gerne jetzt wieder hoffen und bangen, aber wir waren ja auch naiv im Frühjahr und haben gedacht, alles wird gut und dann kam es doch anders. Und jetzt wollen wir erstmal nur so kurzsichtig sein und an den Herbst denken, aber aus biologischer Sicht, und ich habe Bio studiert, ist die große Hoffnung, dass auf einmal die große Heilung kommt, erstmal nicht da. Man muss zum einen hier eine Vision haben, man muss sagen, wir wollen was ändern. Dann kommt der nächste Schritt halt zu wissen, wo steht man, wo will man hin, was haben wir bereits. Das könnte auch eine ganze Schule nochmal eine Bedürfnisabfrage machen. Also wir machen das ja regelmäßig auch dann in Alfter. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, Claudia, an welcher Schule bist du eigentlich? Darf ich mal eben kurz nachfragen? Ich bin gar keine Lehrerin, ich bin im universitären Kontext tätig. Ah, okay. Dann rede ich einfach mal weiter. Die Befragung. Dann kommen wir auf den nächsten Schritt halt, wie benutze ich die Sachen? Und jetzt kommen die Ebenen, die dann ein bisschen schon wie Selbstläufer werden, wenn man das einmal geschafft hat. Dann kommt die nächste Frage, wie bewege ich mich überhaupt im Netz? Hier braucht man schon gar nicht mehr so viel Energie. Dann kann man nämlich sagen, jetzt schau doch mal auf dem Twitter-Lehrerzimmer nach. Jetzt kannst du auch nun auf Ebene zu sagen, guck mal, hier ist ein interessanter Link, teste dich doch mal aus. Nachdem dann die ersten Personen das auch gemacht haben, sind sie auch in der Lage, auch mal zurückblicken, zu bewerten, war das denn sinnvoll? Bin ich denn überhaupt, ist das überhaupt sinnvoll für meinen Unterricht? Bis dahin ist diese Bewertung noch gar nicht möglich gewesen. Also eine Lehrkraft kann das vorher nicht einschätzen. Und ganz zum Schluss ist erst die Lehrkraft möglich, zum Beispiel eigenständige Produkte zu erstellen, die sie dann auch wiederum mit dem Kollegium teilen kann. Nochmal ein paar Beispiele dazu. Ganz am Anfang kann man sagen, wir können halt clustern, wir können Gruppen bilden, und dann kommt halt die Bedarfsanalyse.
Dann ein niedrigschwelliger Technik-Support, gerne auch immer noch empathisch nah. Vielleicht kann man Tandems bilden. Und darüber hinaus kommen dann so Sachen wie Mikrofortbildungen, informelle Austauschmöglichkeiten. Und dann kann man gucken, ob das auch alles was gebracht hat. Das ist auch gar kein Problem, wenn man erkennt, dass es alles nichts gebracht hat, was man auf dem Weg ein bisschen etabliert hat. Aber solange man diese Schleife und diese Möglichkeiten halt kann, soweit man lernen gelernt hat, ist das dann alles auch kein Frustrationsmoment mehr. Also noch ein paar Hinweise zur Umsetzung. Wichtig sind kleine Lerngruppen, Mentoren sind sinnvoll, es muss ein Feedback geben in irgendeiner Form. Und gleichzeitig, das ist vielleicht, hängt alles mit ein bisschen zusammen, auch die Lehrkräfte, die sich im Homeoffice, ja, sag ich, Homeoffice befinden, brauchen auch eine sinnvolle Aufgabe. Also man kann natürlich auch ewig ihnen Fortbildung geben, aber man sollte früh ihnen die Möglichkeit geben, dass zum Beispiel Schulen ein System finden, dass auch die wieder mit Schülern in Kontakt kommen. Ein Beispiel war von gestern, es gibt jetzt Schulen, es gibt Lehrkräfte, die müssen unterrichten von zu Hause aus digital, zum Teil eine Schulgruppe in der Schule und einen Teil digital. Also ganz abstrus. Von zu Hause aus einen digitalen Schülerteil und einen Präsenzschülerteil. Und hier ist dann auch die Frage, ob nicht das Prinzip von nur noch einer Lehrkraft so weiter funktionieren kann, ob man nicht dann auch eine digitale Lehrkraft dazu holt, die dann unterstützt, weil vor allem auch dann die Schüler, die nicht physisch in der Schule sind, brauchen ja eine viel engere Betreuung, weil die können ja nicht mal eben schnell kommunizieren und fragen, was hast du denn da stehen, sondern die sind da viel isolierter. Und das gerade für diese Schüler, die dann auch zu Hause sind, eine Ansprechperson da ist. Und die kann ja auch zu Hause sein. Und diese, da sollten Konzepte und Ideen weitergesponnen werden und überhaupt erstmal erstellt werden, damit das genutzt wird, damit die Ressourcen genutzt werden. Weil sonst ist irgendwann im Winter sind nur noch Lehrkräfte auf dem Zahnfleisch und die Hälfte hat Burnout. Das wollen wir nicht. Das war erstmal der Teil zu der Übersicht. Ich habe aber noch mal eine Sammlung gemacht von Ideen zu jeder Phase, die man machen kann. Ich habe auch ein paar Links noch mal dazu, die man gebrauchen könnte. Was gestern noch ganz nett war, war, dass zum Beispiel so Challenges gemacht werden können. Wie kann man also diese Lehrkräfte motivieren, mitzumachen, dass man denen vielleicht so kleine Aufgaben gibt, jeden Tag. Probier doch mal ein Padlet zu erstellen oder etc., dass man mal ein Mini-Projekt im Lehrerkollegium ausprobiert. Das gab es da schon bei Twitter, aber das kann man halt dann auch machen. Ja, an der Förderschule gerade nicht so möglich, aber Schüler hinzuzuholen. Ja, hier war schon mal angefangen, eine Liste von Ideen, die man zu jedem Bereich brauchen sollte, so wie eine Art Checkliste. Die ist natürlich noch unvollständig und eigentlich wäre mein Wunsch gewesen, dass wir jetzt an dieser Stelle gemeinsam weiterarbeiten mit ein paar Ideen, damit ein kollaboratives Dokument erstellt wird, an dem man sich ein bisschen orientieren kann. Wäre ich jetzt erstmal mit meinem Input-Teil fertig, der vielleicht ein bisschen auch verdauen muss, aber würde mich natürlich jetzt freuen, auch von euch mal zu hören, was ihr bisher für Gedanken hattet. Vielleicht Ulf, aber auch von dir, Birgit, deine Perspektive mal von ganz außen. Wie du das siehst, das finde ich jetzt auch interessant und auch sinnvoll. Und auch du gerne, Claudia. Also schön, ich will dich gar nicht vergessen. Ich habe heute Morgen mit Medienscouts einer Schule mich unterhalten digital. Und die sind gerade dabei, eine Podcast-Serie für ihre Lehrkräfte zu erstellen und eine Tutorial-Serie, wo sie im Rahmen von Mikrofortbildungen eben empfehlen, welche Software sich in den letzten Wochen etabliert hat, damit die Lehrkräfte, die noch nicht so genau wissen, in welche Richtung gehen wir, was probieren wir aus, ich will auch nicht zu viel ausprobieren, gleich wissen, okay, das funktioniert gut, fehlerfrei. Ja. Und wenn es Probleme gibt, kann ich die so und so lösen. Und die Medienscouts sind dann auch Ansprechpartner und Ansprechpartnerin für mich. Das fand ich super. Ja, überhaupt das Format Podcast bzw. Erklärvideo ist eigentlich ein ganz spannendes Format, um solche Informationen weiterzuentwickeln. Und die Medienscouts machen an vielen schon so eine super Arbeit. Ja, super Idee. Ulf, ihr habt doch einen Podcast. Ja, wir haben einen Podcast, aber der ist von Schülern für Schüler bisher nur. Und dementsprechend vom Inhalt her auch noch recht einfach gestrickt, sage ich mal. Den kann man aber auf unserer Website hören, die auch, um ein bisschen Werbung zu machen, super geworden ist in den letzten Wochen.
Also ja. Ne, auch da hatte das Homeoffice gewaltige Vorteile. Ja, ich habe es gesehen. Könntest du den Link mal einstellen? Dann kann ich das an die Medienscouts gleich mal weiterleiten. Soll ich jetzt oder was weiß ich? Ich hab's ja, der Link zum Podcast, könntest du den in den Chat stellen? Ich kann dir direkt, also ja klar, sicher, warte. Ja, also die, also vielleicht musst du erklären, an welcher Schule du bist, Ulf. Das macht auf jeden Fall Sinn, genau. Ich Claudia. Bin an der Förderschule für geistige Entwicklung. Ah, okay. Und dementsprechend meinte ich, der Podcast ist recht einfach gehalten. Mhm. Da ist das er. Hast du sehr schön ausgedrückt. Es ist halt auch noch tatsächlich ein Projekt, das wir in diesem Schuljahr gestartet haben und dementsprechend auch noch nicht so weit gekommen ist, weil es halt noch viel Strukturierungsarbeit erfordert. Also erstmal die Kinder dazu befähigen, eine Recherche zu betreiben, sich ein Thema zu überlegen, das dann zu recherchieren bei eingeschränkten Sprach- und Leserechtschreibkenntnissen. Genau, und das Ganze dann auch zu vertonen. Aber das funktioniert dafür auch schon ganz gut. Und ja, genau. Das wollen wir auf jeden Fall im kommenden Jahr fortführen und dann vielleicht auch einfach dafür nutzen, um auch tatsächlich dann Schüler zu Hause zu erreichen, die jetzt auch nicht direkt in die Schule kommen werden in der nächsten Zeit. Das ist eine dieser Projekte und Ideen, die euch auszeichnen, dass ihr einfach, dass dieses Schulformat auch mit Medien arbeiten kann, was ja auch noch nicht offensichtlich für jeden klar ist einfach und warum es auch wichtig ist, dass das bei euch in der Schule funktioniert. Genau, weil wir sonst eher analog unterwegs sind grundsätzlich aufgrund unserer Schülerschaft. Kannst du denn allgemein mal erklären, du hast ja auch gesagt, du hast großes Interesse an der Fragestellung gehabt, wie denn die Situation aussieht bei euch mit Integration von Lehrkräften von zu Hause aus? Unterschiedlich tatsächlich. Also wir haben deswegen musste ich auch am Anfang einer Beschreibung mit den zwei Bleistiften so schmunzeln. Wir haben tatsächlich auch viele ältere Kolleginnen und Kollegen, die zwar nicht wirklich bewandert sind, aber hoch motiviert und dadurch halt einfach riesige Fortschritte gemacht haben in den letzten Wochen. Persönlich habe dann einfach, um die wirklich Interesse haben, abzuholen, angeboten, eine persönliche Sprechstunde via Teams, weil das konnten die bis dato alle. Und dann habe ich den quasi über Teams nochmal zu individuellen Fragestellungen Hilfe gegeben. Und das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Aber wie gesagt, auch nur für die wirklich mit einer Fragestellung an mich herangetreten sind, damit da niemand jetzt, sag ich mal, überfordert wird. Nur weil wir jetzt ständig Input geben, weil das kann ja auch schnell passieren. Wenn zu viel Input von unserer Seite kommt ans Kollegium, dann kommt da schnell so eine Mauer, weil das eine Überforderung unter Umständen darstellen kann. Oder auch einfach nur die Furcht vor einer Überforderung da ist. Das reicht ja schon. Was würdest du denn als größte Herausforderung gerade formulieren? Also wo hakt es gerade am meisten? An der technischen Ausstattung grundsätzlich. Also ich meine, die im Kollegium nutzen ja jetzt alle Teams, genau, für den Schulalltag und auch perspektivisch fehlt es uns natürlich an Ausstattung und Know-how. Also auch mir selber tatsächlich. Pushe mich da irgendwie so ein bisschen rein in die ganzen Thematiken, aber auch mehr autodidaktisch halt als wirklich kompetent. Und dementsprechend wie viele, ist natürlich für das ganze Kollegium auch. Ja. Wir haben immer so eine schöne Zeitverschiebung. Wie viele Lehrkräfte, aber es ist dieses Problem des Autodidakten, wie es ist. Birgit, ihr habt ja beim Stifterverband ja wahrscheinlich eine ähnliche Situation, Homeoffice und nicht Homeoffice. Habt ihr denn ähnliche Probleme überhaupt oder ist das gar nicht relevant, weil es einfach war Kommunikation und kann man irgendwas von euch lernen? Mhm. Ob man von uns lernt? Also wir haben, habe ich zumindest das Gefühl, sehr motivierte Kolleginnen und Kollegen, die auch bereit waren und von Anfang an, also wir mussten ja, also wir waren ja gar nicht arbeitsfähig, wenn wir nicht uns mit den verschiedenen Tools beschäftigen, wenn wir uns damit beschäftigen, was ist überhaupt möglich. Und haben aber ehrlich gesagt auch eine Weile gebraucht und versuchen das jetzt auch über Mikrofortbildungen zu organisieren. Also da gibt es immer die Kolleginnen und Kollegen, also die Bleistiftspitze, das sind natürlich die dann als erstes die anbieten. Aber sind viele dabei, die zumindest dann auch bereit sind, sich dann weiterzubilden. Also da sind wir eigentlich, bin ich ganz froh, dass es so gut läuft bei uns. Aber wir hatten jetzt auch niemand, also zum Beispiel die Transparenz darüber, was gibt es an Tools, das mussten wir uns alle selber erarbeiten. Da gab es immer entweder kleinere Arbeitsgruppen oder man wusste, die Kollegin oder der Kollege, der hat sich jetzt schon damit beschäftigt und dann wurde das dann weitergetragen. Es war jetzt nicht so systematisch von Beginn an, das wird jetzt erst langsam gemacht, dass es dann auch für den ganzen Stifterverband sozusagen nutzbar gemacht wird, die Erfahrungen, die alle anderen so gemacht haben. Genau. Ja, was ich jetzt noch sagen wollte, vielleicht nach deiner Präsentation habe ich das Gefühl, es ist sehr wichtig, gerade diese
kleinen Lerngruppen und diesen Mentoren erstmal die Motivation zu schaffen und auch das Trauen, sich zu fragen. Weil wenn ich jetzt beispielsweise den Kompetenzrahmen mir anschaue, das ist für mich noch relativ abstrakt. Vielleicht geht es auch dann Lehrkräften so, dass sie sagen, ja, was steht da genau dahinter, wenn da steht, dass ich die Kompetenz haben soll, Schülerinnen und Schüler den sicheren Umgang oder das Bewegen im digitalen Medien zu vermitteln. Was heißt das konkret, wenn ich jetzt, und da muss ich dann die Offenheit haben und sagen, dann versuche ich halt mit den Kolleginnen und Kollegen mich auszutauschen, die da schon einen Plan davon haben, sozusagen. Und die vielleicht auch genau schon wissen, den Überblick haben über diese Tools, was es gibt. Also selbst wenn ich motiviert bin und es machen möchte, muss ich ja trotzdem noch fragen. Du legst mit dieser Einfrage den Finger in die Wunde. Dieser Comedian-Kompetenzrahmen ist so schön formuliert, dass er auch irgendwie gleichzeitig sehr unkonkret ist und auch jede Schule für sich ein bisschen definieren muss, wie arbeite ich damit. Ich glaube aber, der große Vorteil ist, es gibt diese Bereiche, denen man ein bisschen gerecht werden kann. Es gibt da Kompetenzen, die sind so philosophisch dahinter. Also Identitätsbildung finde ich ja auch schon immer ein schwieriges Thema, vor allem anderen dabei zu helfen. Aber dann gibt es auch kulturelle Teilhabe und Partizipation über digitale Medien. Aber darüber zu reden war sehr hilfreich. Und auf einmal hatte ein Philosophielehrer einer weiterführenden Schule gesagt, ach, das machen wir doch immer. Das ist doch Teil unseres Unterrichts. Und so hat auf einmal auch gezeigt, dass nicht alles halt digital ist, aber zum welchen Stellenwert dann auf einmal Philosophie bekommt innerhalb dieses Medienkompetenzrahmens. Und was du auch richtig erkannt hast, ist, warum ich das so einen Schwerpunkt aufgesetzt habe. Das ist jetzt hier überhaupt nicht wissenschaftlich, dass ich sage, es muss unbedingt mit Befähigung losgehen und dann in dieser Etappe oder in diesen Stufen, in denen ich das gesagt habe. Aber es ist ein bisschen die Erfahrung aus unserer Arbeit momentan und wir arbeiten am Ende dann immer an dieser Haltungsfrage. Mit Ulf musste ich diese Haltung nicht diskutieren, weil er und sein Team hat sie da schon gehabt und erst jetzt konnten wir überhaupt über Technik reden und die weiteren Anwendungen, weil wir sozusagen auf dieser Welle dann schon uns verstanden haben. Wenn ich aber dann den Lehrkräften ganz am Anfang noch, und das ist ein Großteil, erklären muss, warum auf einmal Medien in der Grundschule relevant sind, und ich als Antwort bekomme, aber WLAN macht mir Kopfschmerzen, dann kann ich denen sonst noch was für Fragen oder Kompetenzen versuchen zu erklären, ich komme nicht an. Und das ist einfach die Situation, wo wir das einfach erkennen müssen, dass Kommunikation nicht ausreicht und Informationen nicht ausreichen. Es gibt doch eine Hülle und Fülle. Du hast vollkommen recht, der Medienkompetenzrahmen ist pickepacke voll mit Ideen. Ich kann mich dann gerne auch mit Ulf über jede einzelne Kompetenz unterhalten, wie man das dann machen kann und will oder mit anderen Leuten. Aber die Arbeit, und das ist einfach mein Impuls, den ich in dieser Fortbildung halt, in diesem Webinar mitgeben wollte, ist niemals unterschätzen, dass diese Mauern im Kopf da sind und dass sie adressiert werden müssen. Und das geht auf klein. Man kriegt auch nicht jeden, aber es gibt halt ein paar, die sich nicht trauen. Und wir haben es erlebt, es gibt ein paar dann, die mit ein bisschen Anleitung sich dann doch mal bemüht haben. Natürlich haben die noch zwei, drei Fragen, aber irgendwann ist der Lernprozess geschafft und sie gehen die eigenen Schritte. Und über die kann man sich fokussieren und so kann man eine Entwicklung erstellen. Das ist ja mühselig, aber wenn wir die Energien sinnvoll nutzen wollen und die wenigen, die wir haben, müssen wir auf dieser Ebene agieren. Hallo Kathi, schön, dass du auch noch dabei bist. Der Ulf fasst für dich einmal in 5 Minuten zusammen, was wir bisher erarbeitet haben. Kann ich gar nicht so schnell, du hast so viel erzählt. Ja, das stimmt. Also das ist gerade die Situation. Auch dann vielleicht nochmal die nächste Perspektive, das finde ich ja ganz schön in diesem Tandem. Claudia, aus Sicht der Hochschule, habt ihr diese Probleme gehabt? Wie geht ihr gerade die Situation an? Also ich bin vor allem im informellen Austausch, gerade mit einigen Schulen. Einige Schulen sagen eben, das ist jetzt die größte Lehrerfortbildung bundesweit, die wir je hatten. Und finden das super. Das sind dann vor allem auch so die Schulen, die als Modellschulen fürs digitale Lernen ausgezeichnet werden. Aber ich habe eben auch mit Schulen zu tun, auch so im familiären Kreis, die, wo es engagierte Lehrkräfte gibt, die etwas voranbringen wollen, wo es aber dann tatsächlich an der Schulleitung scheitert. Zum Teil auch junge Leute, die dann sagen, nö,
nach den Sommerferien geht das anders weiter. Ich habe da jetzt auch keine Lust, mich zu engagieren. Und das wiederum hemmt dann das gesamte Kollegium. Und mit der Frage bin ich heute auch in das Webinar gekommen, was man dann solchen Kollegien raten kann, wo die Schulleitung sich tatsächlich querstellt. Diese Frage kommt häufig. Ich würde gerne, aber ich kann nicht. Gerade in Sachsen habe ich das ganz häufig schon gehört. Das war auch gestern ein Thema. Ich darf da nicht. Ich würde gerne. Datenschutz verbietet alles. Exakt. Ich hatte vor einigen Wochen Pacemaker-Talk und ich hatte einen Schulleiter da und der hatte eine klare Antwort und hat gesagt, Schule wechseln. Das klingt jetzt radikal und unzufriedenstellend und löst gar keine Probleme, leider. Aber das erklärt gerade auch die Entwicklung, warum wir Modellschulen haben, wo dann Lehrkräfte sagen, ich bin motiviert, die rotten sich zusammen. Und gleichzeitig entwickeln sich Schulen dann so weit, dass Lehrer sagen, das ist mir zu viel, das ist mir zu schnell, ich gehe. Und wir entwickeln immer mehr eine Teilung im Kollegium. Wenn wir das nicht haben wollen, ist es wichtig, dass man sich dort vielleicht Rechte erkämpft in Form der Schulleitung. Und das ist absolute Überzeugungskraft zu sagen, ich verstehe vielleicht Ihre Bedenken. Wir würden gerne einen Raum haben, in dem wir uns ausprobieren dürfen. Dann wird man stark beobachtet, aber vielleicht kann man mit Erfolgen überzeugen, dass wenn man mal sagt, okay, ich habe hier die Möglichkeit gehabt, dieses Tool ist im Rahmen unserer Möglichkeiten. Ich würde gerne mit interessierten Kollegen so das gemeinsam mal ausprobieren, pilotieren, dass man dann sich mal eine Erlaubnis erkämpft und dann aber auch an alle kommuniziert, was klappt und vielleicht auch ganz mutig mal sagt, auch das hat nicht geklappt. Das ist ja eines der größten Probleme. Das erfordert einfach extrem viel Aufwand und Energie und das sollte man niemals alleine machen. Wenn man das Gefühl hat, man ist alleine an einer Schule, muss man sich sofort erstmal eine Verbündete suchen, eine Allianz, die sich gegenseitig auch aufrappelt, weil man erfährt so viel Frust in dieser Minderheit als auch teilweise als Speerspitze. Also es gibt ja Stifte, die sind ganz, ganz stumpf und dünn und vielleicht auch schon ein bisschen Radiergummi abgekaut, dass man sagt, nein, ich sorge erstmal dafür, dass ich einen Raum finde, einen Wohlfühlbereich, in dem ich mich entwickeln kann, in dem ich mich ausprobieren kann. Da sollte man als Gruppe sich gegenseitig coachen, Ziele formulieren, das ist ein Projektvorhaben. Und nicht groß anfangen. Man sieht, umherum sind dann diese ganzen Leuchttürme, alles ist geil und auf einmal, ja, wir machen Zoom-Unterricht und unsere Eltern unterstützen uns dabei. Ganz realistische Ziele abstecken, was ist eigentlich möglich und dann diese bittere Pille schlucken, dass das eigentlich nur der Rahmen deiner Möglichkeiten ist. Am Ende ist es ja auch okay, es geht um die Kinder und man kann auch Beziehungsarbeit immerhin noch leisten. Wenn Kathi noch Lust hat, kann sie ein paar sehr schöne Beispiele nennen, wie sie es geschafft hat, ihre Kinder die Beziehungsarbeit aufrechtzuerhalten. Ich war davon sehr begeistert. Entschuldigung, hallo. Entschuldigung auch, dass ich so spät bin. Es ging nicht eher. Ja, also ich habe zum Beispiel einen Ausflug geplant, den wir eigentlich an einem Tag gehabt hätten, jetzt so im April und hier in den Tierpark nach Olderdissen und habe zum Beispiel auf dem Padlet hinterher Dinge hochgeladen. Allein das Padlet zu installieren war schon eine Hürde, aber als das dann da war, konnte ich dann eben auch da Dinge hochladen. Und zwar bin ich den Weg abgefahren, den wir mit dem Bus gefahren wären. Und dann habe ich denen erzählt, erstmal den Abend vorher mit dem Kuscheltier, also mit unserem Klassentier, was wir denn in den Rucksack packen. Und also im Prinzip haben wir einen virtuellen Olderdissen-Ausflug in den Tierpark gemacht. Das gibt es natürlich auch so 360-Grad-Touren oder so vielleicht in verschiedenen Zoos. Da müsste man sich mal informieren. Oder irgendwas, was in der Nähe ist, was man vielleicht auch so machen würde. Die Kinder waren völlig begeistert, haben mir dann darüber geschrieben, wo sie gern hingehen würden und wie auch immer. Also das war eine total coole Aktion. Oder was habe ich noch gemacht? Überhaupt das Padlet zu installieren. Julian, weißt du noch irgendwas, was ich gemacht habe? Ich habe zum Beispiel für deine Schüler. Genau, ich habe einfach ein Buch genommen und habe mich da mit einer Perücke in die Ecke gesetzt und habe einfach irgendwie so ein lustiges Buch vorgelesen. Habe mich ein bisschen zum Affen gemacht, klar, aber es war total lustig und das kam auch total gut an. Und hinterher im Endeffekt haben die gefragt, die Kinder, war das jetzt unsere Frau Häusler? Und dann so ein bisschen einfach auch sich auf die Schippe nehmen. Und dann haben wir zum Beispiel auch den Trommelzauber. Den kann ich auch extrem gut empfehlen. Da gibt es einen Link von dem Johnny Lamprecht heißt der, glaube ich. Da kann man, der hat auch jetzt momentan halt als Musiker seine Einbußen und kann halt im Moment nicht auftreten und wird nicht gebucht. Und der macht aber im Moment so
Online-Seminare 25 Minuten Trommelzauber. Das ist Tanzen, das ist Singen, das ist auf Töpfen rumklopfen und solche Sachen. Also das waren echt coole Sachen. Die Eltern im Homeoffice sind begeistert. Okay. Also das vielleicht noch als kleiner Exkurs für, wenn ich nicht in der Lage bin, einen Schulleiter zu motivieren. Man hat auch noch die Unterrichtsebene, auf der man agieren kann. Und auch dort ist ein Bereich des rechtlich Erlaubten und auch ein Links und Rechts, wo man vielleicht nicht unbedingt ja, motiviert wird zu arbeiten, aber arbeiten kann. Hier dann am besten auch gucken, das habe ich empfohlen, was ist in Sachsen eigentlich möglich, dass die Lehrkräfte sich dort interner verstärkt vernetzen. Und die haben sehr lokal ein spezifisches Problem und dass man sich gegenseitig dort motiviert. Ich glaube, wir sprengen gerade auch ein bisschen unser Zeitlimit und der Ulf muss auch gleich weg, habe ich gehört. Ja, das ist richtig. Ich habe jetzt einen Termin. Ja, gibt es noch eine brennende Frage gerade? Dann bedanke ich mich, dass ihr zugehört habt. Ja, danke. Vielen Dank, Julian, an dich, dass du dir die Zeit genommen hast für heute. Sehr gerne. Danke, Birgit, für die Möglichkeiten. Gerne. Ja, und genau, nächste Woche finden dann die nächsten Hangouts statt. Die sind dann wieder im Basecamp angekündigt, wie immer. Schaut also einfach rein, dann wird die Runde dann vielleicht auch mal ein bisschen größer. Aber ich fand es trotzdem, auch wenn wir so eine kleine Runde hatten, echt spannend. Mhm. Dann vielen Dank an alle. Ja, vielen Dank. Dann noch einen schönen Nachmittag oder Abend. Es ist ja Abend. Danke. Genau. Tschüss. Tschüss. Tschüss.